Im Gespräch. Eine Sendereihe von Renata Schmidt-Kunz. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen im Theater in der Josefstadt. An diesem schönen, sonnigen Herbsttag. Ich dachte nicht, dass Sie so zahlreich kämen, muss ich sagen. Ich habe gesagt, schönes Wetter draußen, die gehen alle wandern. Freut mich sehr, dass Sie hier sind. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Ja, im Gespräch geht ins Theater. Das machen wir wahnsinnig gerne. Und das ist der Grund, warum wir unsere Kooperation mit dem Theater in der Josefstadt auch in der nächsten Spielsaison, die jetzt begonnen hat, weiter fortsetzen werden. Und für die erste Sendung nach diesen wunderbaren Sommermonaten habe ich einen Mann ausgesucht, der von sich sagt, es ist nicht unbedingt die Schule, die mich zur Bildung und Erfolg bringt. André Stern, geboren 1971 in Paris, sein Vater stammte aus Kassel, musste im Krieg in die Schweiz emigrieren, um zu überleben. Und André Stern sagt, wir Menschen spielen gerne und im Spiel lernen wir. Also wir lernen spielend. Mein Vater, mein Freund, das Geheimnis glücklicher Söhne von Arno Stern und André Stern war eines der ersten Bücher 2011. 2013 kam das Buch, das viele Menschen interessiert hat. Und ich war nie in der Schule, Geschichte eines glücklichen Kindes. Dann war er Protagonist in einem österreichischen Film, Alphabet von Erwin Wagenhofer. Und 2016 und 2017 kamen auch noch Bücher über Begeisterung und das Spielen heraus. Und jetzt ein neues Buch mit dem Hirnforscher Gerald Hüther. Was schenken wir unseren Kindern? Eine Entscheidungshilfe. Und bei dieser Entscheidungshilfe möchte ich Ihnen gerne Unterstützung geben. Deswegen habe ich André Stern eingeladen. Er ist Musiker, Gitarrenbaumeister, Journalist und Autor. Begrüßen Sie ihn sehr herzlich hier bei uns in Wien. André Stern. Das sind all jene, Herr Stern, die heute nicht wandern gehen. Weil ich bin davon ausgegangen, dass bei diesem schönen Wetter alle wandern gehen, aber die kamen jetzt doch, wanderten zu Ihnen, sage ich jetzt mal. Das freut mich, danke. Herr Stern, Sie sagen ja, ich bin jetzt 48 Jahre alt und ich bin eigentlich immer noch ein spielendes Kind. Und da muss man sich natürlich fragen, wird man denn da ernst genommen, wenn man das sagt, unter den Großen? Das stimmt, wir sind irgendwie skeptisch dem Spiel gegenüber. Das ist ja was Unernstes. Das ist etwas, das ist gut für die Kinder. Und ein Kinderspiel ist ja bekanntlich etwas Unwichtiges. Dabei ist das unsere feinste Qualität. Und das stimmt, das haben auch die Tiere. Das ist vielleicht der Grund, warum die Menschen das nicht wahrhaben wollen. Im Spiel zeigen die Kinder all diese Qualitäten, die wir gerne bei unseren Erwachsenen sehen würden. Und zwar, was sind die Qualitäten? Haben Sie schon die unglaubliche Konzentration eines Kindes betrachtet, das in seinem Spiel vertieft ist? Um es metaphorisch darzustellen, wir brauchen Jahre der Übung, Jahre der Meditation, bis wir fähig sind, uns 3 Minuten so lange zu konzentrieren, wie ein Kind das 3 Stunden lang tut, wenn es in seinem Element ist. Wenn man eine Schwalbe im Himmel sieht oder einen Fisch im Wasser, da fühlt man, die sind in ihrem Element. Wenn ein Kind im Spiel ist, fühlt man, es ist in seinem Element. Die Ausdauer eines Kindes, wenn es in seinem Element ist, die Fähigkeit, über sich hinauszuwachsen, die wir sehr schätzen würden, wenn unsere Erwachsenen sie hätten. Diese Fähigkeit, die auch die ganz kleinen Kinder haben, in ihrem Spiel Dinge zu tun, die sie nicht tun würden, wenn wir sie ihnen befehlen würden, weil sie über sich hinauswachsen, weil sie in ihrem Spiel sind und das gar nicht bemerken. Sie bemerken gar nicht das, was wir die Mühe nennen. Die schönste Qualität der Kindheit, wenn sie spielt, ist ja die Kreativität. Und wir würden uns so freuen, wenn die Erwachsenen diese Qualität auch ein ganz klein wenig so viel hätten wie die Kinder. Das Ding ist, dass unsere Kinder, wenn sie in ihrem Element sind, wenn sie also spielen, sie sind ja Grenzbewohner. Sie leben auf der Grenze zwischen 2 Welten, und zwar der imaginären und der angeblich realen. Und sie wandern von der einen in die andere. Sie nehmen aus der Realität einen Stein, führen es in die Fantasiewelt und machen daraus ein Auto. Und das ist eine unglaubliche, das ist unsere feinste Qualität. Und die wird als
unwichtig betrachtet. Ja, oder vielleicht sagen wir es so, deswegen habe ich diese Frage auch an den Anfang unseres Gespräches gestellt. Wenn man sagt, ich bin ein spielendes Kind und ich bin schon 48 Jahre alt und man ist ein Mann noch dazu, dann heißt das, ich bin eigentlich nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das wäre so die übliche Interpretation so eines Satzes. Ja? Also ist André Stern bereit, Verantwortung zu übernehmen und dann wofür? Ja, das Ding ist, da ich ja vielleicht nicht von der Gesellschaft, was ich ja damals nicht bemerkt habe, aber auf jeden Fall von meinen Eltern ernst genommen worden bin, dann habe ich auch nie gebraucht, irgendeine Zeit zu erleben, in der ich plötzlich beginne, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe schon immer das Gefühl gehabt, Verantwortung für ganz vieles zu tragen, nicht tragen zu müssen, sondern tragen zu wollen eigentlich. Und somit weiß ich gar nicht, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Ich sehe im Übernehmen ja, ich nehme es ja von dir rüber zu mir und jetzt trage ich die Verantwortung. Ich sehe darin vor allem Macht. Und ich glaube nicht, dass Verantwortung etwas ist, das man übernimmt. Das ist etwas, das man lebt. Und das tun die Kinder. Und ich wurde ja nie von meinem kindischen Zustand geweckt, rausgerissen. Ich durfte immer in diesem Zustand der Kindheit bleiben und somit Verantwortung tragen, ohne dass das zu einer Bürde wird, ohne dass das so etwas wird, das man am liebsten nicht tun würde. Mhm. Denn so wird uns Verantwortung ja verkauft, als etwas, das man am liebsten nicht tragen muss. Ja, müsste. Gut, jetzt werden wir noch darüber reden, dass André Stern trotzdem jetzt auch ein Geschäftsmann ist, weil er macht Bücher und er hat ein Konto und er hat ein Kind und das ist ja schon etwas, wo man Verantwortung übernimmt. Und das steht aber für Sie nicht im Gegensatz zu dem Satz, ich bin ein spielendes Kind. Nein, ganz im Gegenteil. Und das werden wir noch vertiefen. Aber Sie sagen, die Kinder, wenn die ungestört spielen, es gibt viele Kinder, die sind belastet. Es gibt Kinder, die sind belastet von der schlechten Ehe ihrer Eltern, von einer Schule, die ihnen nicht gerecht wird. Sie sind vielleicht belastet von Krankheiten oder Stress, dem sie ausgesetzt sind. Und die können natürlich schon in sehr frühen Jahren, könnte man jetzt sagen, diese Fähigkeit, von der sie sprechen, dieser Grenzüberschreitung, verlieren, oder? Ja, wir tragen alle in uns ein verletztes Kind. Das ist ja das Problem. Das ist der Ursprung von all diesen Übel. Das ist die Tatsache, dass man uns sehr früh in unserem Leben gesagt hat, so wie du bist du nicht okay. Bist du nicht gut. Und das tut weh. Das wollen wir nicht hören. Das will hier keiner hören. Dass ich dir sage, so wie du bist, ist nicht gut. Ist nicht so gut wie wer, wenn du meinen Erwartungen entsprechen würdest. Und das passiert uns sehr früh im Leben. Das passiert uns, wenn unseren Eltern schon nach einigen Stunden die Frage gestellt wird, die alle hier erkennen werden, nämlich, schläft das Kind schon durch? Das ist eine tödliche Frage. Wir sehen... ich hab's auch gehört. Sie ist deshalb tödlich, weil Eltern hören diese Frage ja ständig. Von den Großeltern, vom Onkel, von der Tante, von den eigenen Eltern, von fremden Menschen im Supermarkt, vom Taxifahrer. Mein Benjamin war nicht 2 Tage alt, dass der Taxifahrer die Frage schon gestellt hat. Und schläft er schon durch? Mensch, wenn man die Frage so oft gehört hat, und es ist schon eine Zeit, wenn das Kind auf die Welt gekommen ist, wo ziemlich alles durcheinander ist, ob man Mutter oder Vater ist, alles ist durcheinander. Man ist sehr verunsichert und es gibt den ganzen Druck der Gesellschaft. Du sollst eine gute Mutter und ein guter oder ein guter Vater sein. Also der ganze Druck und die ganze Angst und die Verantwortung, die du tragen wirst und du wirst nie wieder schlafen und du musst die richtigen Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt treffen und so weiter und so fort. Inmitten dieses Druckes kommt diese gute Frage und man denkt, wenn alle die Frage stellen, ist es, weil das extrem wichtig ist, dass das Kind durchschläft. Mhm. Nun, wissenschaftlich bewiesen ist inzwischen, dass es kein durchschlafendes Kind geben kann. Das heißt, dein Kind schläft garantiert nicht durch. Und was kriegst du als Mutter oder als Vater für ein Gefühl? Ich habe ein Problem, beziehungsweise mein Kind hat ein Problem. Und dann begegnet man dem Kind, indem man dem Kind im nonverbalen Bereich der Sprache, und das ist die Sprache, die die Kinder am besten verstehen. Man gibt dem ganz kleinen Kind zu fühlen, als Mutter und oder Vater, hilf mir, eine gute Mutter oder ein guter Vater zu sein. Beziehungsweise, ich habe dich lieb, aber ich hätte dich noch lieber, also mehr lieb, wenn du mehr schlafen würdest. Mhm. Anders gesagt, so wie du bist jetzt, wo du noch nicht so bist wie man von mir erwartet, dass ich es von dir erwarte, bist du nicht gut. Und dieses, so wie du bist du nicht so gut, wie du wärst, wenn du dich abmühen würdest. Das plagt uns ein Leben lang. Und das ist dieses verletzte Kind, das da zu all dem Übel führt. Das Ding ist, dass wir uns
noch heute so sehen, wie wir als Kind angesehen worden sind. Mhm. Und wenn man das von uns gedacht hat, dann denken wir es von uns selbst auch. Genau. Also wir könnten jetzt auch zusammenfassen, Herr Stern, wenn wir sozusagen von der individuellen Ebene auf eine mehr gesellschaftliche Ebene heben, könnten wir natürlich auch sagen, das sind Disziplinierungsmaßnahmen. Und da kommen wir zu dem Wort Schulpflicht und Bildungspflicht, dass Sie dem entgegensetzen und können sagen, natürlich war es ein guter Fortschritt, zu sagen, wir brauchen Schulpflicht, damit jedes Kind in einer Gesellschaft lernen kann, zu einer Zeit, in der absolutistische Herrscherinnen und Herrscher das bestimmt haben. Und das war gut und das hat sicher einen Wahnsinnsmodernisierungsschub für unsere Gesellschaften gebracht und auch Entwicklungsschub für das Individuum. Und wir können dem aber auch entgegenhalten. Ja, aber ist es natürlich auch eine Disziplinierungsmaßnahme für gehorsame Bürger und Bürgerinnen in einer gehorsamen Gesellschaft, in der Herrschaft ausgeübt wird. Schön, dass Sie es sagen. Schön haben Sie es gesagt. Danke. Schön muss ich es nicht sagen. Ich bin nicht gegen Schule. Ich bin absolut nicht gegen Schule. Ich bin gegen gar nichts. Ich bin für Dinge. So wie meine ganze Familie immer schon für Dinge gewesen ist. Meine Eltern waren nicht gegen Schule. Sie haben sich nicht gegen die Schule entschieden. Sie haben sich für die Rhythmen und Rituale ihrer Kinder entschieden. Und deshalb ist es nicht mein Job, weder eine noch eine andere, noch irgendeine Methode zu vertreten oder zu kritisieren. Aber ja, angenommen, die Schulpflicht hat zu was Gutem geführt, was ich ja nicht ausschließe oder was ich glaube. Die Zeiten haben sich verändert. Die Gesellschaft ist nicht mehr dieselbe. Wir können nicht mehr funktionieren wie vor 200 Jahren, denn wir sind nicht mehr vor 200 Jahren. Ich glaube, wir verstehen die Schulpflicht falsch. Wir verstehen die Bildungspflicht falsch. Es ist nicht eine Pflicht des Kindes. Es ist eine Pflicht der Gesellschaft dem Kind gegenüber. Also in Österreich ist es so, man kann schon sagen, ich will nicht, dass mein Kind in der Schule unterrichtet wird, ich unterrichte es zu Hause. Ja, was das Schlimmste ist, was man sich überhaupt vorstellen kann. Genau, richtig, weil sowohl für Kind als auch für Eltern das eine schwierige Situation ist. Und ich will das jetzt nur anführen, um nochmal klarzumachen, wofür Sie stehen. Sie sagen ja auch nicht, jetzt sollen alle Kinder zu Hause erzogen werden. Das wäre die größte Katastrophe der Welt. Sie sagen ganz was anderes. Sie sagen nämlich, Lernen funktioniert über andere Methoden als über in der Reihe sitzen oder im Kreis sitzen, egal wie man da jetzt in der Schule sitzt. Also das, was Sie beschreiben, ist, wie Lernen nicht funktioniert. Ja, genau, genau. Sondern Sie sagen, Lernen funktioniert ganz anders. Und das finde ich eigentlich das Interessante. Lernen funktioniert in erster Linie über Beziehung. Darf ich kurz wieder anknüpfen am verletzten Kind von vorher? Dieses verletzte Kind, das sich so sieht, wie es gesehen worden ist, denkt von sich, ich bin ja nicht gut und trägt das in sich herum. Die meist ausgesprochene Aussage auf Erden ist, ich bin schlecht in Mathe. Oder ich kann nicht malen. Oder ich bin unsportlich. Ich kann nicht singen. Eben. Aber ich bin schlecht in Mathe ist wirklich Top 1. Gut, ich bin schlecht in Mathe. Haben Sie diesen Satz schon auseinandergenommen? Ich, erste Person, bin, vom Verb sein, schlecht. Wow, welch eine Meinung über eine Person, die diese Person selber hat. Das funktioniert alles nicht eigentlich und ich arbeite ja mit Wissenschaftlern zusammen. Das ist ja interessant. Die sagen von dieser Aussage, die ja so verbreitet ist, dass sie hinten und vorne nicht stimmt. Dass kein einziges Wort in diesem Satz korrekt ist. Denn der wissenschaftlich korrekte Satz, um das zu äußern, was man dabei äußert, wäre, Mathe interessiert mich nicht. Und das ist eine Befreiung. Wenn Mathe mich interessieren würde, so wäre ich ganz gut in Mathe. Und so wie ich gut bin in all den Bereichen, die mich ja interessieren. Und schlecht in allen, die mich nicht interessieren. Deshalb, und das ist doch die Antwort auf die vorhergehende Frage, deshalb ist es auch nur, erstens, welch eine Befreiung. Ich bin nicht schlecht in Mathe, Mathe interessiert mich nicht. Welch eine Befreiung. Aber das ist auch die einzige Wahrheit, denn wir müssen wissen, wie unser Gehirn funktioniert. Unser Gehirn ist nicht optimiert für die Speicherung von Informationen. Das kann unser Gehirn sehr schlecht. Unser Gehirn ist optimiert für die Lösung von Problemen. Und wenn innerhalb dieser Lösung von Problemen eine Information relevant ist, dann wird sie gespeichert. Anders gesagt, eine Information muss unsere emotionalen Zentren wecken, aktivieren, damit sie gespeichert wird. Wenn eine Information uns nicht berührt, dann geht sie durch das eine Ohr rein und durch das andere Ohr
wieder heraus. Das führt dazu, dass wir wiederum eine ganze Gesellschaft haben, die 80% von dem vergessen hat, was sie hat lernen müssen. Jetzt darf ich Sie was fragen, Herr Stern. Warum sind wir in einer Gesellschaft, wo so viele Menschen, Sie sagen gleich 80%, etwas tun, was sie gar nicht interessiert? Jetzt muss ich den Leuten, die am Radio zuhören, sagen, dass Herr Stern und ich beide die Hände so auseinandergetan haben so und den Kopf auf die Seite hängen, um zu sagen, tja, wer soll das schon beantworten? Das Ding ist, wenn uns etwas begeistert, wenn uns etwas betrifft, die 20%, die Sie nicht vergessen haben, sind 20%, die Ihre emotionalen Zentren aktiviert haben. Also das ist ganz einfach. Es gibt keine Möglichkeit, diese emotionalen Zentren von außen zu aktivieren. Ich kann Sie nicht dazu zwingen. Und wenn Sie etwas lernen müssen, da kommen wir plötzlich auf den Punkt, ach, lernen ist nicht etwas, das man tut. Lernen ist etwas, das einem passiert. Sobald man lernen tun muss, funktioniert es nicht mehr. Wir verwechseln auswendig lernen. Mit lernen. Mit lernen. Das ist ja das auswendig lernen, das ist eine Tätigkeit. Lernen nicht. Lernen geht nur bei aktivierten emotionalen Zentren. Das geht anders nicht. Zum Glück hat noch niemand ein ganzes Lernsystem organisiert, was darauf beruhen würde, dass Menschen sich mit Dingen auseinandersetzen müssen, die sie nicht interessieren und ihnen das Gefühl geben, dass sie darin schlecht sind. Also die Leute müssten Dinge lernen, die sie nicht lernen können. Sie können rein technisch nichts lernen, das sie nicht interessiert. Und dann werden sie abgeprüft, ob sie das auch gelernt haben. Und das Problem ist, dass man sobald man in eine Prüfsituation kommt, da brennen hier die kleinen Sicherungen durch und dann fällt der Frontallappen auf den Boden. Und das Problem ist, dass alle Antworten auf alle Fragen, die man ihnen stellen wird, die Antworten auf diese Fragen, die befinden sich eben im präfrontalen Kortex, der auf dem Boden liegt. Das ist nicht sehr gut. Ja. Da kann man nicht die richtige Antwort liefern. Das heißt, wenn wir ein System hätten, wo die Menschen Dinge lernen müssen, die sie nicht interessieren und erst noch durch Stress geprüft werden, wo sie die Antwort eh nicht mehr können, da würde ich mir Fragen stellen. Zum Glück gibt es das nicht. Ja, wir wissen es nicht genau, wir vermuten es jetzt, aber wir hoffen auch. Alles, was Sie da sagen, wir wollen lernen mit Emotionen, mit Interesse, mit Begeisterung. Wenn wir jetzt uns überlegen, ist das denn überhaupt ein Gedanke, der möglich und umsetzbar ist in einer Massengesellschaft? Dieses Lernen mit Begeisterung und Interesse, dahin gehen, wo ich mich emotional hin verbinden kann und dann eventuell noch gar nicht die Frage nach dem Gehorsam gestellt zu haben, weil das braucht eine Gesellschaft ja auch. Eine Gesellschaft braucht, damit sie irgendwie funktioniert, gehorsame Menschen. Wir wissen gar nicht, wie eine solche Gesellschaft wäre, weil wir es noch nie erfahren haben, dass es eine Gesellschaft gibt, die nicht auf verletzten Kindern beruht. Und das heißt, wir hätten die Möglichkeit innerhalb einer Generation, das ist das erste Mal in der Weltgeschichte, dass wir die Möglichkeit hätten, innerhalb einer Generation die Welt dermaßen zu verändern. Und ich bin diesbezüglich guter Dinge. Ich bin diesbezüglich guter Dinge, weil man heutzutage Dinge weiß, von denen man nicht mehr machen kann, als ob man sie nicht wüsste. Und eine Sendung wie die heutige, eine Zusammenkunft wie die heutige kann dazu genügen, dass man nachher nicht mehr die Dinge gleich tut wie vorher. Und wenn wir nur ein ganz klein wenig anders mit unseren Kindern umgehen als vorher, dann ist das schon ein Segen, nicht nur für die Kindheit, sondern für die ganze Welt. Also das heißt, wenn wir heute hier weggehen, Sie sagen jetzt, Sie sind ganz zuversichtlich, weil man mit einer kleinen Veränderung vielleicht aus dem Raum geht, dann wäre das einfach wieder mal das Wort Begeisterung ernst zu nehmen und zuzulassen. Das erste wichtige Wort wäre Vertrauen. Warum? Naja, weil das verletzte Kind, dem ein Leben lang gesagt worden ist, so wie du bist, ist es nicht gut oder nicht so gut, als wäre, wenn du dementsprechend würdest, was ich erwarte. Dieses verletzte Kind wollte eigentlich nur das eine hören und das will ziemlich jeder hören, nämlich ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und das ist bedingungsloses Vertrauen. Wir meinen ja, die bedingungslose Liebe zu kennen und sogar zu leben, indem wir unseren Kindern dieses Gefühl geben, ich hab dich lieb. Aber dieses Ich hab dich lieb kommt immer oder fast immer mit einem Kummer, aber ich hätte dich noch lieber, wenn du mehr aufräumen würdest, wenn du deine Hausaufgaben weniger schlampig machen würdest und so weiter. Es kommt immer ein Aber. Und das führt zum verletzten Kind. Aber dieses Ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist, das ist bedingungsloses Vertrauen, das ist bedingungslose Liebe, das verändert die Welt nicht nur deshalb, weil wir dann eine ganze Generation von nicht verletzten Kindern haben, sondern weil wir im Augenblick, wo wir sagen, ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist, da kommen wir in eine neue Haltung,
in eine Haltung des Vertrauens. Und von einer Haltung hängt es ja ab. Und in dieser neuen Haltung sagt man es nicht nur einem Kind, sondern ziemlich allen Kindern dieser Welt, inbegriffen dem eigenen Kind, dem verletzten Kind in sich, das wahrscheinlich zum allerersten Mal hört, ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Das würde genügen, eine ganze Welt zu verändern. Jetzt sagen wir mal, hier ist eine ganze Generation oder zwei Generationen von verletzten Kindern. Also wir, unsere Generation. Dann gibt's die davor. Das ist die Generation, die im Krieg noch Kind war. Und wir sagen jetzt, okay, wir wollen jetzt, dass unsere Kinder, die jetzt auf die Welt gekommen sind, schon so und so alt sind. Sie haben ja selber zwei Söhne, 10 und 3 Jahre alt, Antonin und Benjamin. Die wollen wir jetzt erziehen als Kinder, die nicht verletzt sind. Wie geht das denn? Wie können denn verletzte Eltern unverletzte Kinder produzieren? Und das könnte man ja, wenn man theologisch sprechen möchte, fast als sowas wie die Erbsünde bezeichnen. Also dass sozusagen von der Elterngeneration zur Kindgeneration die Beschädigung weitergegeben wird. Wenn man in diese neue Haltung gegangen ist, dann ist es schon genügend. Aber Sie sind ja von Ihren Eltern anders erzogen worden. Sind Sie denn auch verletzt worden? Ist denn die Verletzung überhaupt vermeidbar? Weil viele Eltern denken sich jetzt vielleicht, die uns zuhören, oder auch ich selber, ich bin ja auch Mutter, tja, dass ich das nicht geschafft habe, mein Kind nicht zu verletzen, ja, das grämt mich doch mein ganzes Leben lang. Mhm. Das wird jeder Mutter, jedem Vater so gehen. Ja, aber dass man verletzt worden ist oder dass man verletzt hat, bedeutet nicht, dass man es weiterhin tun muss. Man hat es ja getan, weil man nicht wusste, dass es auch anders geht. Und tatsächlich, ich bin ein Kind wie alle anderen. Das, was mir passiert ist, ist das, was jedem Kind passieren würde, dem man vertrauen würde. Das ist mein einziger Unterschied. Nun, um Ihre Frage zu beantworten, es klingt nicht sehr schön. Es klingt sehr eitel, wenn ich antworte, eigentlich bin ich kein verletztes Kind gewesen. Nach all dem, was ich vorher gesagt habe. Aber mir hat man von Anfang an, und es ist kein persönliches Verdienst, ich meine wirklich das Verdienst, nicht der monetäre. Ich kann dafür nichts. Es ist ein enormes Glück, wofür ich sehr dankbar bin, dass mir aber eine gewisse Pflicht gibt. Nämlich das, und die sehe ich auch. Ich sehe eine Notwendigkeit, Botschafter, Anwalt zu sein für all diese verletzten Kinder. Nicht mich besser zu fühlen, weil ich anders groß geworden bin als andere. Denn das, was ich erlebt habe, ist furchtbar banal. Das ist das, was jeder erleben würde, würde man dem Kind vertrauen. Und deshalb ist es jetzt immer eine Hoffnung für mich, nicht zu sagen, schaut, ich habe eine gute Methode und übernehmt sie und ihr werdet glücklich, sondern schaut, was in euch, um euch herum, alles möglich wäre, wenn man fühlen würde, ich habe dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Ganz kurz nur, Sie haben ja eine Familiengeschichte, die eigentlich, wenn man so betrachtet von außen auch, eine schwierige hätte sein können unter dem Aspekt. Also Ihr Vater, ein jüdisches Kind aus Kassel, der Großvater Isidor, der im Ersten Weltkrieg ein Soldat ist und schwer traumatisiert zurückkommt und seinen jüdischen Glauben, den er bis dahin sehr orthodox ausgeübt hat, an den Nagel hängt, also noch ein bisschen koscher Essen zu Hause, aber keine Gebete mehr und so. Ihr Vater, der mit seinem Eltern in die Schweiz fliehen muss, um nicht ermordet zu werden, der dort das alles erlebt, was es heißt, ein Flüchtling zu sein in dieser Welt. Bedroht, die ganze Zeit bedroht. Bedroht zu werden, ausgeliefert zu sein, zurückgeschickt zu werden, auch das erleben wir heute. Und ihre Mutterfamilie, die französischen und italienischen Ursprungs ist, die nach Algerien ausgewandert sind, Pieds Noirs, also das heißt Leute, die dort als Settler sich niedergelassen haben, als Siedler, und die dann mit der Unabhängigkeit nach dem fürchterlichen Algerienkrieg, nach dem fürchterlichen, grausamen Algerienkrieg zurück nach Frankreich kommen. Zurück, wo sie Italiener waren. Wo sie Italiener waren, also nach Frankreich kommen und dort auch wieder eine Existenz aufbauen müssen. Ihr Vater, der nach Paris geht und kein Geld hat, mit Kindern malen möchte, das auch tut, eigentlich mit nichts beginnt. Also man könnte ja sagen, naja, die Rahmenbedingungen, die sind durchaus schon so, dass da viel Trauma auch ist, in dieser, speziell in der Familie Stern, aber auch in der Familie ihrer Mutter sehr viel Trauma. Denn ein Land zu verlassen, sich neu einrichten zu müssen, das haben ja ganze Generationen in Europa erlebt und erleben jetzt ganze Generationen. Generationen von Afghanern, Iranern, Irakern, die dann noch dazu auch kriminalisiert werden. Ja. Das Interessante dabei ist, dass tatsächlich mein Vater so eine Kindheit hatte, von der man sagen, also wirklich, das war nicht nur Flüchtlingsleben, das war auch das Leben von verfolgten Menschen, die wussten, wenn ich gefangen werde, bin ich tot. Mhm. Das ist nicht nur ich, das ist ständige Gefahr. Jede Minute kann einer da auftauchen und dich festnehmen und du bist
alle und deine Eltern auch. Das ist ständige Angst, ständige Bedrohung, Armut, gar nichts mehr haben. Mein Großvater hatte gesagt, die Klamotten können sie haben, unser Leben nicht. Also das heißt gar nichts mehr. Unter den ärmsten Bedingungen, kalt, Hunger, alles. Da könnte man meinen, was ist denn das für eine Kindheit? Aber wenn man meinen Vater fragt, wie seine Kindheit war, sagt er eine sehr glückliche. Dazu gibt es eine ganz leichte Erklärung und die wird uns, glaube ich, als Antwort auf Ihre Frage nützlich sein. Nämlich, mein Vater hatte den sicheren Hafen. Und diese schrecklichen Bedingungen unterstreichen, wie sehr der sichere Hafen wichtiger ist als die äußeren Umstände. Das heißt, inmitten dieser verrückten Kindheit, dieser verrückten Umgebung von Krieg, von Hunger, von Not, von Verfolgtsein und so weiter, hatte er Eltern, die ihm den sicheren Hafen gegeben haben. Und der sichere Hafen ist der ungeografische Ort, wo dir im nonverbalen Bereich der Sprache zu fühlen gegeben wird, so wie du bist, habe ich dich lieb. Und das verändert ein Schicksal, ein Leben. Das führt dahin, dass trotz Krieg, trotz allem, mein Vater von seiner Kindheit, und ich finde das so unglaublich, das beweist uns noch einmal so sehr, wie sehr die Beziehung, die Sie vorher erwähnt haben, wichtiger ist als die Umstände. Die Umstände können ganz schlimm sein. Und das finde ich deshalb eine gute Einladung, weil wir immer behaupten, naja, man braucht immer gewisse Bedingungen und die Bedingungen müssen erst stimmen und wenn sie dann stimmen, kann man vielleicht und so weiter. Nein, auch unter ganz schlimmen Bedingungen, auch wenn gar nichts stimmt, wenn alles dagegen spricht, wenn die Verbundenheit da ist, wenn der sichere Hafen da ist, wenn die Verbindung da ist, da haben wir eine glückliche Kindheit. Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal wieder haken. Ja? Wenn jetzt einer im Raum ist hier oder am Radio sitzt zu Hause und sagt, naja, meine Eltern, die waren jetzt nicht so toll, schon nicht schlecht, aber auch nicht ganz toll. Und wie gebe ich mir denn selber Kraft, wenn ich aus einer verletzten Familie komme, die ich mir ja nicht ausgesucht habe und für die ich auch nicht verantwortlich bin? Das Problem ist, dass alle Formen von Pädagogik immer von Erwachsenen und ihren Ideen und Theorien und Konzepten und Traumas ausgehen. Und das ist immer wieder derselbe Irrtum, genau. Nämlich, dass wir immer von den Erwachsenen ausgehen, wo es um die Kinder geht. Und wir gehen nie vom Kind aus. Wenn wir vom Kind ausgehen, dann sind wir plötzlich mit all unserer Geschichte zweitrangig in dieser Geschichte, die jetzt gerade entsteht, nämlich die Geschichte vom Kind. Also der Perspektivenwechsel. Absolut. Ich gucke nicht mehr auf mich als Mutter, als Vater, als Eltern, sondern ich sage, okay, was sehe ich denn hier in meinem Kinde? Ja, und dann entsteht eine Beziehung und die verändert mich. Und dann bin ich nicht mehr die Person, die ich zu sein glaubte. Es ist aber so, dass man uns als Eltern ständig diesen Druck macht, dass auch da wir uns verbessern müssen, dass wir auch da, und das ist ein so, und ich habe es vorher erwähnt, der Druck, gute Eltern zu sein, ist fast unerträglich und jeder fühlt, und da auch möchte ich sagen, schau, das ist derselbe Druck, wie man als Kind empfunden hat, nämlich, du musst gut aufpassen, wenn du nicht gut aufpasst, wirst du keine guten Noten haben und wenn du keine guten Noten hast, dann kriegst wirst du keinen gutes tollen Job Studium machen können und wenn du kein gutes Studium gemacht hast, dann kriegst du keine guten Diplome und wenn du keine guten Diplome hast, da hast du keinen vernünftigen Job und wenn du keinen vernünftigen Job hast, dann hast du kein Geld und wenn du kein Geld hast, dann bist du gar nichts, dann hast du gar nichts. Fürchterlicher Druck. Das ist der Druck, den unsere Kinder empfinden, das ist der geschlossene Kessel, der Dampfkochtopf mit dem brennenden Feuer darunter, der Erwartung. Und darin sind unsere Kinder. Sehen Sie das Bild? Das wollen wir alle für unsere Kinder, oder? Und dieses Feuer brennt und der Druck steigt und steigt und steigt und steigt. Und der ganze Vorschlag hier ist nur, komm, wir nehmen diesen Deckel weg. Sieht man auch im Radio. Ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und sehen Sie, das ist dasselbe für die Eltern. Denn der Druck ist derselbe. Du musst eben, wie gesagt, gut sein, aufmerksam. Du wirst die Verantwortung tragen für die Zukunft deiner Kinder. Die Entscheidungen, die du heute triffst, betreffen deine Kinder in 20 Jahren. Und pass auf, dass du den richtigen Zeitpunkt nicht misst. Also wenn du den richtigen Zeitpunkt vermisst, pass auf, dass dann die Fehler, die du nicht korrigiert hast, rechtzeitig, haben sich eingekerbt, kriegt das Kind nicht mehr los. Also wenn das Kind nicht rechtzeitig korrigiert wird, wenn du den richtigen Zeitpunkt zum Zauberwerden versäumst, dann wird dein Kind mit 48 Jahren in Wien auf der Straße rumgehen, mit Windeln an und sagen, das ist die Schuld meiner Mutter, sie hat den richtigen Zeitpunkt vermisst. Oder?
oder? Das ist doch logisch. So. So ist also, das. Der ganze so Druck, ist das. Der, also, ganze Druck, der ganze Druck, den Eltern da erleben, diesen ganzen Druck könnte man ja entfernen und sagen, schaut, liebe Eltern, habt ihr dem Kind, eurem Kind, den sicheren Hafen gegeben? Der sichere Hafen ist der ungeografische Ort, noch einmal, wo dir im nonverbalen Bereich der Sprache zu fühlen gegeben wird, ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Wenn ihr euren Kindern diesen sicheren Hafen gegeben habt, dann könnt ihr euch zurücklehnen, das tue ich jetzt auch wirklich, denn ihr habt schon alles getan, was man tun muss, um gute Eltern zu sein. Der Rest ist Bonus. Den Rest schreiben die Kinder selbst, denn das ist ja ihre Geschichte, die sie da schreiben. Und das ist eine große Entspannung. Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, wahrscheinlich in dieser Haltung sogar. Gut, Sie haben es gemeinsam, gemeinsam mit dem Gerald Hüther gemacht. Der ist vielleicht gerade im Stuhl gesessen. Nein, Sie haben ein Buch geschrieben mit Gerald Hüther, mit dem Sie schon seit einigen Jahren zusammenarbeiten. Wie kam das eigentlich? Dass wir zusammenarbeiten? Die Zusammenarbeit über Ihren Vater ging das, ne? Nee, wir sind immer wieder in denselben Orten zu Vorträgen eingeladen worden, nur nicht gleichzeitig. Und irgendwann war es dann gleichzeitig und dann war es, wissen Sie, Liebe auf den ersten Blick. Da kommen zwei und macht bumm und ich... Ja, also Gerald Hüther, einer der, ja, kann man schon sagen, der prominentesten Hirnforscher im Moment, der auch sehr viel über die Entfaltung des Potenzials jedes einzelnen Menschen spricht. Und dieses Buch heißt, was schenken wir unseren Kindern, eine Entscheidungshilfe? Ich habe das auf der Leipziger Buchmesse empfohlen bekommen, oder ich habe es gesehen im Veranstaltungs-, also im Buchkatalog des Pinguin Verlags und habe mir gedacht, das wäre doch ein schönes Thema für uns. Was schenken wir unseren Kindern? Und zwar eigentlich auch vor einem politischen Hintergrund. Und der politische Hintergrund für mich ist dieses Müdesein von einer Gesellschaft, die ununterbrochen nur konsumieren muss. Also man hat das Gefühl, die Bürgerpflicht und die Bürgerinnenpflicht ist, dass man das alles konsumiert, was uns da am billigen Dreck irgendwie vor die Füße gelegt wird, was wir eh nicht brauchen, womit wir die Welt verschmutzen, was uns auch nicht glücklich macht, in einem Ausmaß, wie ich das aus meiner Kindheit überhaupt nicht kannte und wahrscheinlich viele Leute bis zum Jahr 2000, die vorher geboren sind, nicht kannten. Und auch natürlich dieser Wahnsinn der beständigen Beschenkung von Kindern mit irgendwelchen Geschenken. So, und dann kriege ich dieses Buch in die Hand und denke mir, mal gucken, was die da schreiben. Und dann kommt das raus, was wir jetzt eigentlich besprochen haben. Sie sagen, das Wichtigste ist der sichere Hafen. Das ist das größte Geschenk. Was ist der Hintergrund für Sie gewesen, zum Buch zu schreiben mit Herrn Hüther? Das waren die Gespräche, die wir zusammengeführt haben und auch die Feststellung, die leicht zu machen ist, dass die heutigen Geschenke in Form von Verführung auftauchen. Und das Problem ist, dass verführte Menschen sich nicht verteidigen. Unterdrückte Menschen können sich verteidigen, tun es am Ende. Und die neueste Form der Unterdrückung ist die Verführung. Denn Verführte sind verloren und kämpfen nicht gegen diejenigen, die sie verführen. Und das stimmt, dass heutzutage unseren Kindern gar nichts mehr von dem gegeben wird, was unsere Kinder suchen. Und was sie unverführbar machen würde. Und was sie unverführbar machen würde, ganz genau. Sondern es wird ihnen lauter Zeug geschenkt. Zeug, das die Kinder nicht mal wirklich mögen. Kinder sind so loyal, sie spielen auch mit diesen schrecklichen Autos, wenn es sein muss. Aber lieber haben sie die, die ja wie wirkliche Autos aussehen, denn sie wollen solche Autos haben, wie die Autos auf der Straße sind. Und da genügt auch eins. Natürlich, man könnte denken, das ist jetzt eine Gebrauchsanweisung, nicht wahr? Eine wissenschaftlich unterstützte Einkaufsliste für Weihnachten. Das stimmt. Das ist eine ganz kurze Einkaufsliste für Weihnachten. Genau. Ja. Und mein Beweggrund ist immer derselbe. Dass man die Kinder sieht. Dass man endlich nicht mal von den Erwachsenen ausgeht, die sich selbst befriedigen, indem sie große Geschenke schenken und sonst gar nichts geben von sich. Denn es steht ja oft schon auf der U4. Unsere Kinder wollen uns. Das ist das, was sie wollen. Und wenn sie uns nicht haben, nicht nur uns, ihre Eltern, uns, die Gesellschaft, und man sperrt sie aus, man schließt sie aus, die Ausgrenzung ist das Schlimmste, was der Mensch empfinden kann. Und wir behandeln unsere Kinder ständig so, dass wir ihnen sagen, ihr gehört noch nicht dazu.
das schmerzt, das tut weh, das ist das verletzte Kind. Und das ist nicht ihre Natur. Sie gehen in die weite Welt hinaus und verbinden sich mit Menschen und haben dieses tiefe Gefühl der Beziehungen. Und das ist genau das, was wir unseren Kindern nicht geben. Wir trennen sie. Wir trennen sie von sich selbst, wir trennen sie von uns, wir trennen sie von der Gesellschaft, wir behandeln sie anders, wir behandeln sie so anders. Und wir bauen so ein Ghetto, die Mauer eines Ghettos um sie herum und wir bemerken es gar nicht. Wir behandeln unsere Kinder überhaupt nicht, wie wir die anderen Menschen behandeln. Wie ist das nur möglich? Ja, wie ist das möglich? Wie ist das nur ein Beispiel. Angenommen, wir würden uns gar nicht kennen, wir gehen beide auf der Straße in Wien und wir laufen aneinander vorbei. Ich in meinem Alter, sie in ihrem. Und plötzlich halte ich an, bleib vor ihnen stehen, fahre mit der Hand über das Haar und sage, oh, du bist so süß. Finde ich toll. Ja. Glaube ich nicht. Ich hoffe, dass sie dann relativ heftig reagieren. Ich hoffe, dass sie das tun. Ich hoffe, dass sie mir in die Kehle springen. Ich hoffe, dass sie laut schreien und mich zurückstoßen. Ich hoffe, dass sie das tun. Oder wenn ich sie frage, wie alt bist du? Dass sie antworten, das ist eine Frage, die man einer Dame nicht stellt. Naja, warum stellt man sie mir die ganze Zeit, nur weil ich ein Kind bin? Warum darf man mir über das Haar fahren? Mir, weil ich ein kleines Mädchen bin, aber das darf man einer erwachsenen Dame nicht. Warum darf man mir, Bub, in die Wangen zwingen und so ziehen und sagen, Mensch, der ist so brav. Und das nicht dem Onkel. Und warum darf ich das dem Onkel nicht machen, nicht tun? Ja. Sehen Sie, das, wir bemerken gar nicht, wir bemerken das alles gar nicht, dass wir somit die hohen Wände der Kindheit immer höher, türmen, immer höher. Draußen ist ein Riesenkran, haben Sie ihn gesehen? Mhm. Ich musste da stehen bleiben. Sie wollten raufklettern, stimmt's? Ich dachte, wenn Antonin und Benjamin da wären. So, wir bauen diese Mauern so hoch, dass unsere Kinder nur noch eine Eile haben, möglichst schnell aus dieser Kindheit herausgewachsen zu sein. Das heißt, möglichst schnell weg zu sein vom Jetzt. Mhm. Aber jetzt passiert ja das Leben. Sein tun wir nur im Jetzt. Und wir tun alles, nur in Beziehungen. Und jetzt trennt man uns. Man trennt uns schon als Kind. Für mich ist ein wichtiger Punkt die Verführbarkeit. Da würde ich gerne nochmal vertiefen jetzt mit Ihnen, Herr Stern. Und zwar sagen Sie, verführbar ist ein Mensch, der nicht das bekommt, was er ursprünglich bräuchte. Also Geborgenheit und dieses Gefühl, du bist so gut, wie du bist und ich liebe dich so, wie du bist, weil du so bist, wie du bist. Jetzt könnte man natürlich sagen, na gut, wie geht das denn verloren, dass Menschen immer mehr offenbar, weil sonst würde ja diese Konsumgesellschaft gar nicht so funktionieren, wie sie funktioniert. Wie geht das denn nun verloren, dass immer mehr Leute auch wirklich bereit sind, sich diesem ganzen Konsum da so hinzugeben, das bedeutet ja eigentlich, dass sie immer mehr dieses Gefühl, ich bin so, wie ich bin, gut und ich kriege das, was ich brauche, von zu Hause verlieren. Ja, da, wie gesagt, mit 2 Tagen kriegt man schon die Frage gestellt, schläft das Kind durch? Ja. Und somit ist schon alles vorbei. Also bedingt, nein, ich meine... Damit könnte alles vorbei sein. Ja. Das hängt immer davon ab, wie die Eltern dann darauf reagieren. Ja. Also die Frage ist die, ob so eine Gesellschaft, ich sag's nochmal so plakativ, so eine Konsumgesellschaft, das nicht auch braucht, dass Menschen so verfügbar sind. Unbedingt. Das ist meine Frage. Unbedingt. Ja. Das ist klar. Und da, ich bin auch nicht der Einzige, der das sagt. Und das weiß ziemlich jeder. Das ist ja das Lustige. Wir rennen offene Türen ein. Das ist lustig. Das weiß doch jeder. Und trotzdem macht noch jeder ganz brav mit. Ich weiß noch nicht warum. Vielleicht, weil jeder doch in sich dieses verletzte Kind trägt, obwohl wir es sehen. Es gibt natürlich auch Geschenke, von denen Sie da sagen, die sind eigentlich gut. Das ist zum Beispiel, ich zähle es mal auf, das sind halt nur Angebote und Beispiele. Es gibt sicher auch 100 andere. Singen im Auto zum Beispiel, ein Baumhaus bauen oder ein Feuer machen mit dem Onkel. Also Dinge, wo immer Beziehung im Vordergrund steht, das als Geschenk zu nehmen. Reicht es denn aus oder wäre es nicht trotzdem auch mal ganz schön, eine kleine Barbie-Puppe zu kriegen zu Weihnachten? Ich glaube, die Barbie-Puppe ist auch genauso wichtig, hängt davon aber ab, ob sie das Einzige ist oder ob sie noch zusätzlich dazu kommt. Das ist ja, meine Kinder leben nicht ohne Geschenke und ohne Spielsachen. Nein, aber der sichere Hafen ist vorher da. Wenn der da ist, dann ist es was anderes. Und dann kann manchmal der sichere Hafen auch über die Geschenke entstehen, wenn ich weiß, dass Antonin Lastwagen so gerne hat, der ganz große, und ich finde so einen am Flughafen.
Ich gehe hin, ich kaufe ja den großen Lastwagen, weil ich weiß, damit mache ich ihm eine Freude. Ja, und dann fahre ich nach Hause, fliege ich nach Hause, komme nach Hause an und gebe ihm mein Präsent, bringe ihm das ganze Paket und bin so glücklich, weil ich weiß, der sichere Hafen, er wird noch deutlicher dadurch. Und dann gebe ich ihm den großen Lastwagen und den packt er auch gleich aus und spielt auch 3 Tage ununterbrochen mit der Packung. Heißt was? Ich habe Sie verstanden. Gibt es eigentlich in Ihrem System Disziplinierung? Die Fähigkeit, über sich hinaus zu wachsen. Die Fähigkeit, Dinge zu tun, von denen man gedacht hatte, Menschen sind dazu nicht fähig. Und die wir Disziplin nennen, ist uns angeboren. Sobald wir begeistert sind, sind wir zu all den Dingen fähig, zu denen man versucht, durch Disziplin uns zu zwingen. Es ist unglaublich, wie ein Begeisterter, ich sehe es zum Beispiel. Können Sie sich das vorstellen? Ich lebe in einer Familie, in der Autos nicht direkt die größte Begeisterung auslösen und Sport auch nicht. Und mein großer Antonin möchte Formel 1 Rennfahrer werden. Das ist dieselbe Sache wie mit dem Lastwagen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Disziplin, genau. Disziplin. Das war die Disziplin. Jetzt, Autofahrer werden möchte. Ja. Genau, die Geschichte war so. Rennfahrer, das ist er schon. Ja, es ist sehr merkwürdig als Vater. Erstens, weil das nicht meinen am Anfang gar nicht meiner Überzeugung entsprach. Und ich fühlte, okay, das Leben schickt mir eine hübsche Prüfung. Du sagst Dinge, jetzt musst du sie auch leben. Was die Freiheit des Kindes betrifft. Ja. So, er fährt nicht gegen andere, sagt er. Er fährt gegen sich selbst und die eigenen Grenzen. Gut, das bedarf eines Trainings. Also diese schnellen Autos, die fährst du nicht einfach so. Die fährst du einfach so 10 Minuten, dann bist du erledigt. Habe ich probiert, erledigt. Also ich sage Ihnen gar nicht, wie krank ich war. Mhm. Das bedarf eines Trainings. Und zwar intensiv. Man muss Dinge tun mit dem eigenen Körper, die eigentlich keiner freiwillig machen möchte. Und vor allem nicht ein 9-jähriges oder ein 10-jähriges Kind. Er tut sie alle. Er tut das und das ist eine große Mühe. Also wenn ich es ohne Begeisterung tue, und er tut all das. Und zwar höchst diszipliniert. Jeden Tag. Um dieselbe Zeit. Dann ist das nicht mal eine Disziplin, nicht mal ein Akt des Zwingens, das ist plötzlich eine Geschichte von Rhythmen und Ritualen und von Begeisterung. Und er ist so verbunden mit seinen Trainern, dass er die ganze Mühe nicht merkt und somit die ganze Disziplin gar nicht und die Disziplinierung gar nicht braucht. Er liebt, er ist in Beziehung, er ist begeistert. Sie haben das früher schon an anderen Beispielen klar gemacht, zum Beispiel, dass Ihr Sohn, als er kleiner war, unbedingt Rasen mähen wollte und das auch gemacht hat und als kaum mächtig da rauszugreifen, weil er noch so klein war, den Rasen gemäht hat und haben gesagt, wenn ich dem Kind gesagt hätte, du gehst jetzt mal raus und mähst jetzt mal den Garten. Damit du im Leben erfährst, dass es nicht nur schöne Dinge gibt. Genau, dann hätte er es nicht getan. Also das heißt, hätte sich dabei verletzt. Begeisterung heißt eigentlich das Wahrnehmen, was da ist von einem Kind. Das heißt nicht, ich begeistere dich jetzt für etwas, was dich auch nicht interessiert, sondern ich begeistere dich für etwas oder ich unterstütze deine Begeisterung, die du für etwas hast. Ich lasse mich von deiner Begeisterung mitnehmen. Und wenn jetzt Ihr Sohn zum Beispiel frech ist, was machen Sie dann? Gibt es sowas? Oder gibt es das schon von vornherein gar nicht, weil sozusagen... Nein, Frage ist falsch. Die Fragen sind nie falsch. Die Fragen sind immer richtig. Nur die Antworten können falsch sein. Die richtige Frage wäre, gibt es Momente, wo Antonin nicht frech ist? Sie haben recht gehabt. Ein Punkt für Sie. Ein Punkt für Sie, lieber Herr Stern. Ein Punkt für Sie. So, ich würde mal sagen, dass Lernen ist eine Religion Beziehung. Religion heißt Beziehung.
Ja, aber lernen heißt auch Beziehung. Und im orthodoxen Judentum zumal oder im chassidischen Judentum ist Lernen eine Folge von Beziehung zwischen Menschen, die einander etwas erzählen. Wir leben jetzt eigentlich mehr und mehr in einer Gesellschaft, außer man hat einen Freund, Fritz Russ, den ich habe, und Birgit Bachmann, die sitzen da in der ersten Reihe, die egal in welchem Lokal in Wien alle anreden, aber die kommen auch aus Oberkärnten und dürfen das. Aber normalerweise ist es so, dass wir gar nicht mehr eigentlich in Beziehung gehen miteinander. Ja, das ist ganz schwierig. Wir reden schon kaum mit unseren Kollegen an der Arbeitsstelle, wo wir eigentlich wie viele Stunden am Tag? 34 verbringen. Selbst da sprechen wir nicht miteinander. Also wir leben in einer relativ beziehungslosen Gesellschaft, und jetzt sollen wir aber als Eltern in der Lage sein, sozusagen lernen, als Beziehung mit unseren Kindern zu leben. Das brauchen wir. Das ist ein Problem, ne? Na, brauchen wir alles gar nicht machen. Nein, das Kind geht. Um das wirklich zu erleben, braucht man nur eines. Man geht mit einem freien Kind auf die Straße in irgendeiner Stadt. Wie ich kürzlich mit dem kleinen Benjamin. Wir gehen ich musste von Punkt A zu Punkt 2 gehen, zum Hotel Baldi. Das ist eine Sonderwidmung. mit dem kleinen Benjamin. Und dann laufen wir auf der Straße und plötzlich hält er an. Denn hinter diesem Schaufenster ist ein Mann, der ganz traurig damit beschäftigt ist, die Scheibe von innen zu putzen. Und dann sieht der Mann durch die Scheibe die zwei Augen des begeisterten Kindes, das gerade einfach ausstrahlt: Ich hab dich so lieb. Und ich hab dich lieb, weil du das tust, was du tust. Der Mann richtet sich auf, lächelt zurück. Die Augen bekommen Funken. Plötzlich ist Funkkontakt durch diese Scheibe zwischen den beiden. Und der Mann fängt an, choreografisch diese Scheibe zu putzen, zu reinigen. Sie müssen sehen, ich hätte es filmen wollen. Er geht so mit dem, es ist ein Tanz, es ist ein Spiel, das ist eine Beziehung. Es ist eine unglaubliche Beziehung, denn in den Augen dieses Kindes sieht dieser Mann zum ersten Mal, er, der gar nichts ist in der Gesellschaft, er ist der Fensterputzer. Und plötzlich ist ja ein Mensch, der ihm zu fühlen gibt: Du bist Zentrum meines Universums. Wow, das verändert das Leben dieses Mannes für ein paar Stunden, ein paar Tage vielleicht, für immer. Da laufen wir ja weiter, weil das Fenster ja geputzt war. Und da waren die Männer damit beschäftigt, habt ihr in Wien auch diese kleinen Lastwagen, die dazu dienen, den ganzen Dreck einzusammeln? Das sind Riesenstaubsauger. Ja, wir haben riesengroße Lastwagen hier. Müll. Das sind Riesenstaubsauger auf Rädern. Ach so, die meinen Sie, ja. Die meine ich. Und die waren dabei mit dem eigenen, die haben so einen Wasserstrahl vorne, ganz stark. Und damit waren sie beschäftigt, das eigene Auto zu putzen. Und da ist Benjamin schon wieder stehen geblieben. Und da haben die Männer ihm vorgeführt, wie man so ein Auto nicht nur putzt, sondern auseinandernimmt, damit man dies und jene, die haben ihm das Ganze vorgeführt. Sie waren in einer tiefen Beziehung und sie haben dabei gelächelt und sie haben sich dabei gefreut und sie haben plötzlich eine Beziehung gefühlt zu ihrem eigenen Handwerk. Sie haben sich plötzlich und das ist unglaublich. Wir brauchen gar nichts tun, das tun die Kinder alleine. Denn die Kinder haben dieses Bewusstsein ganz tief in ihnen. Darf ich Erwin Wagenhofer vorzitieren? Ja, natürlich. Nichts. Er ist ja Österreicher. Nichts existiert unabhängig, ist der Untertitel seines nächsten Filmes. Und das ist genauso, wie unsere Kinder leben. Sie fühlen, sie brauchen gar nicht fühlen, sie kennen gar nichts anderes als die Verbindung, als die Verbundenheit. Und deshalb brauchen wir uns jetzt nicht abzumühen, Beziehungen herzustellen und wieder daraus eine Auflage, eine Aufgabe zu machen, sondern wir müssen nur das Kind sehen: Ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Und dann das Kind seiner Veranlagung anvertrauen, in die weite Welt hinauszugehen, anderen Lebewesen entgegen und denen immer das Gefühl geben: Ich hab dich lieb, weil du so bist, wie du bist. Im Augenblick, wo diese Beziehung entsteht, bist du Zentrum meines Universums. Das ist das schönste Gefühl, was man einem Menschen schenken kann. Und das tun unsere Kinder die ganze Zeit. Unsere Kinder sprechen die Leute auf der Straße an. Und jetzt sage ich noch einen letzten Begriff, nochmal nur um es zu definieren, und zwar was Liebe ist, das sagen Sie ja auch ganz klar. Also Liebe ist in erster Linie eine Haltung. Das finde ich interessant. Auf jeden Fall nicht etwas, das man tut. Nicht etwas, das man tut, sondern eine Haltung zur Welt.
Woraus sich viele andere Sachen ergeben. Woraus, ja. Zum Glück gibt es ja die Liebe. Das ist die einzige Hoffnung. Die letzte Frage, Herr Stern, ist für mich, ja schon, die Zeit vergeht immer wahnsinnig schnell, finden Sie nicht? Überhaupt, das Leben vergeht so schnell, finde ich. Und das stimmt. Man tut viel zu wenig die Dinge, die man gern tun möchte. Ne? Mhm. Also ab morgen mache ich das, Herr Stern. Ich auch. Ja, aber ja, danke, lieber Fritz, ja. Ab morgen mache ich das. Machen wir das hoffentlich alle. Nein, aber ich habe ja gerade im Moment eine ganz große Hoffnung und ich weiß, dass das, was da entstanden ist, durch eine Depression entstanden ist, nämlich bei der Greta Thunberg, die so deprimiert war, dass es so ist auf der Welt, wie es ist, dass sie eine Bewegung ausgelöst hat, die einen unglaublich optimistisch stimmen kann. Wie geht's Ihnen da? Ah, ich sehe wieder ein Kind. Und ich sehe wieder eines dieser Kinder, die eigentlich die ganze Zeit sagen, ich lasse das mit mir nicht machen und dann pathologisieren wir diese Kinder. Denn sie ist angeblich krank, oder? Sie hat Asperger. Ja, und die Besten unter uns sind immer diejenigen, die als krank gelten. Interessant. Ja. Ich hätte jetzt nicht einmal was dagegen zu sagen. Ja, die hat ein bestimmtes Symptom, das nennen wir so und so. Ich habe selber einen Cousin, der ist schwerer Autist, aber er ist der außergewöhnlichste Mensch, den ich kenne. Und was eigentlich jetzt sehr bedenklich stimmen kann, ist eher die Tatsache, dass diese Kinder jetzt, die auf die Straße gehen, dass die von rechten und konservativen Politikern oder Agitatoren angegriffen werden als Schulschwänzer, als Schulschwänzer und als kranke Kinder eben. Also wie man einer 16-Jährigen sowas sagen kann, was ihr gesagt wird, das ist eigentlich der Skandal. Aber macht sie diese Bewegung hoffnungsvoll? Ja, wie alle Bewegungen, aber ich sehe, das ist eine allgemeine Welle von Liebe, die da entsteht und die sehe ich in meinem Bereich, die sehe ich jetzt in diesem Bereich, und die Greta tut da erstaunliche Arbeit. Aber das ist ja eine allgemeine Welle, die im Moment entsteht und die stellt mich deshalb so optimistisch, weil das eine Welle von Liebe ist. Das ist eine Welle von Menschen, die nicht mal gegen etwas sind, sondern für etwas sind. Und ich glaube, das wird die Welt verändern. Danke. Ich danke Ihnen. Sie hörten ein Gespräch, das am 22. September im Theater in der Josefstadt in Wien im Rahmen unserer Reihe Zeitgenossen im Gespräch aufgezeichnet wurde. Gast von Renata Schmidt-Kunz war der Musiker, Gitarrenbaumeister, Autor und Journalist André Stern. Mitarbeit Maria Frank. Vor ein paar Tagen erschien im Verlag Pinguin das Buch »Was schenken wir unseren Kindern? Eine Entscheidungshilfe«, das André Stern gemeinsam mit dem Hirnforscher Gerald Hütter geschrieben hat. Eine ausführliche Literaturliste zu den Büchern von André Stern erhalten Sie beim Ö1-Service und finden Sie online unter oe1.orf.at. Dort können Sie das Gespräch auch 7 Tage lang nachhören. Nächste Woche ist die Schweizer Regisseurin, Choreografin, Autorin und Schauspielerin Corinne Eckenstein zu Gast bei Renata Schmidt-Kunz. Seit 1990 belebt sie die Wiener Theaterszene. Seit dem 1. Juli 2016 ist sie die künstlerische Leiterin des Dschungel Wien, das Theaterhaus für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Im Gespräch, jeden Donnerstag um 21 Uhr und jeden Freitag um 16.05 Uhr, in Ihrem Kultursender Österreich 1.